Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sorbertin und heute gibt es wieder eine Meta-Tierliste zum aktuellen Meta-Format zu Juni 2021. Das ist ein sehr interessantes Format, denn wir haben extrem viele Decks, die hin und her geswitcht sind. Und natürlich gibt es immer wieder Veränderungen und es gibt diesmal vor der Banlist wirklich ein paar Änderungen, die mit dem neuen Set zusammenhängt, mit Lightning Overdrive. Und natürlich mit der bevorstehenden Banlist, wo viele denken, dass manche Sachen gehittet werden. Wir gucken uns einmal an, was da so abgeht. Bevor wir jetzt in die Liste kommen, auf jeden Fall nochmal ein Abo und ein Like lassen für den Channel, damit ihr in Zukunft nichts von meinem Konto verpasst. Und wir fangen mit Alter Geist an. Alter Geist kommt wie immer zu Tier 3. Es ist immer noch ein ganz solides Deck, aber es ist halt auch nicht so, dass es halt deutlich mehr reißen kann. Es toppt immer wieder, aber halt nur gelegentlich mal. Und es ist halt kein richtig starkes Deck. Es ist halt sehr solide und kann deshalb auch toppen. Deshalb ist es auch Tier 3. Dann haben wir Dino. Dino ist wieder zurück in Tier 1 und das liegt einfach daran, weil Dino einfach jetzt mehr gespielt wird. Durch die ganzen Scrap-Karten ist es jetzt nicht unbedingt besser geworden, aber interessanter, weil es mal was anderes wieder ist. Und es gibt verschiedene Varianten, die halt auch gar nicht so schlecht sind. Deshalb sehe ich Dino aktuell Tier 1, weil es halt wirklich kein schlechtes Deck ist. Und ihr werdet es auch öfter antreffen, deswegen auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass das Deck halt kommt. Und es kann auch wirklich immer noch euch richtig hops nehmen. Das nächste Deck ist das Wasserbälle-Deck und das kommt auch zu Tier 3. Es wird natürlich weniger gespielt. Die Combo mit den Wasserbälle-Karten ist halt ziemlich stark, aber es gibt mittlerweile, nicht zwar nicht viele Outs, aber Karten, die das halt aufhalten können. Und es ist halt inkonstant im Vergleich zu anderen Decks und deshalb eher nicht so krass gespielt. Dann haben wir einmal Eldritch. Eldritch selber geht ins Tier 3. Muss man sagen, das Deck an sich ist halt gar nicht kacke, aber das ist halt nur durch die Engines immer gut. Deshalb werden die Engines halt deutlich größeren Anteil daran haben, dass das Deck wirklich halt nicht schlecht ist. Und deshalb ist Eldritch halt nur noch Tier 3. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, aber es ist Tier 3. Dann kommen wir zu den irrelevanten Decks, nämlich Infernoble. Gutes Deck, aber leider nicht genug gespielt und es lässt sich auch relativ easy aufhalten. Und es ist extrem handabhängig. Das heißt, wenn die Hände halt wirklich da gut sind, spielen euch mehrere Disruptions durch. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen ist leider irrelevant. Mit Dolche kommt auch zu T3, weil ich gemerkt habe, dass das Deck doch stärker ist, als ich dachte, weil es halt in sich sehr konstant ist in Theorie. Deswegen kommt auf jeden Fall dahin. Dann haben wir Orkust für irrelevant. Jupp, da gehört es leider hin. Ich mag das Deck, aber es gehört leider dahin. Dann haben wir Paleo, irrelevant. Set Pendulum, auch leider irrelevant. Spielt halt aktuell keiner und das Deck ist auch nicht gut. Vielleicht mit dem nächsten Set ein bisschen Support, dann könnte es vielleicht ein bisschen besser werden, aber ansonsten ist es halt so, wie es halt ist. Dann haben wir PK, kommt zu ganz Beginn von Tier 3. Ich habe das letzte Mal T2 geordnet. Das ist halt schwierig, weil das Deck extrem reliant ist und gegen die aktuellen Handtraps, die gespielt werden, auch extrem kassiert. Also eine Lancia auf PK ist halt schon böse, ne? Weil dann machen die halt nicht mehr ganz so krass viel und deshalb ist es ein bisschen runtergesackt im Vergleich zum letzten Monat. Dann haben wir Prankits, und das ist ein bisschen runtergesackt. Wird ein bisschen weniger gespielt, weil aktuell viel mehr Handtraps gespielt werden und das Deck ist halt bei Handtraps extrem anfällig. Es ist immer noch ein gutes Deck, aber nicht mehr Tier 1. Ihr werdet es jetzt nicht mehr so oft sehen, weil Dragonlink auch immer weniger gespielt wird. Da kommen wir gleich noch zu. Dann haben wir Adamancipator. Leider kommt das hier runter zu Infernoble. Es spielt da aktuell einfach keiner. Das will ich sagen, aber spielt einfach keiner. Es ist halt kein schlechtes Deck, aber auch kein gutes Deck. Salamangreat. Nope. Shedol. Tier 1 definitiv und es kommt auch vor Dinos, wenn es geht. Es ist halt ein unglaublich starkes Deck und das wird auch noch Tier 1 bleiben, wenn die Bannister nicht was anderes macht. Da müssen wir mal gucken, was die Bannister sagt. Cyberdragon kommt auch leider so irrelevant, weil es halt kein gutes Deck ist. Aktuell zumindest nicht. Sky Striker, irrelevant. Sorry, Bro. Dann kommt Dragonlink zu Tier 1. Ich hatte das Deck ja mal als Deck to Beat, die letzten Formate. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Denn das Deck wird halt nicht mehr so oft gespielt. Und deshalb ist es nicht mehr das Deck to beat. Es ist immer noch ein unglaublich starkes Deck. Meiner Meinung nach immer noch das beste Deck des Formats. Aber es ist nicht mehr das Deck, was die Leute halt schlagen wollen, weil die das am häufigsten erwarten. Deshalb ist das nicht mehr das Deck to beat, sondern immer noch Tier 1. Aber nicht mehr ganz oben. Dann haben wir Drytron. Das kommt direkt hinter Dragonlink. Es ist unglaublich stark. Es lässt sich aber relativ easy stoppen mit einem Droll. Und das macht es halt nicht unbedingt crazy gut. Aber es ist halt unvermeidbar ein Tier 1 Deck. Es ist halt so stark und kann die Boards legen, die du nicht outen kannst. Deswegen gehört es auf jeden Fall auch hin. Dann haben wir Earth Machine. Das kommt zu Tier 3. Es ist kein schlechtes Deck, aber am Ende des Tages macht es halt nicht genug. Ne, deshalb kommt auf jeden Fall Earth Machine zu Tier 3. Dann haben wir Stun. Stun kommt definitiv zu irrelevant. Auch wenn Lucian der Einzige ist, der damit irgendwie toppen kann. Es ist einfach nicht gut genug. Es ist halt extrem teuer für das, was es tut. Und es tut halt nicht genug. Und viele Decks spielen aber gegen Manic Outs. Außer das Deck to Beat, da spielt keine Outs dagegen.
Das macht es trotzdem natürlich unbedingt viel besser. Dann haben wir Guru. Das packe ich mal zu Tier 2. Jetzt könnten viele sagen, oh ja, aber du hast doch Alter Geist bei Tier 3. Warum ist denn Guru bei Tier 2? Ich glaube, dass Guru sich das bessere Deck ist. Denn ob es jetzt die Variante ist ohne Dragoon oder die Variante mit Dragoon, es kann halt mehr Sachen in sich integrieren, um halt mehr Plays machen zu können. Deswegen finde ich halt Guru aktuell wirklich auch stärker. Und das sehen wir auch aktuell ziemlich häufig. Und deshalb glaube ich, dass wir schon da sagen können, dass wir Guru in Tier 2 einordnen können, weil die Repräsentation von dem Deck halt relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Decks. Deswegen gehört für mich Guru und Tier 2. Ich persönlich finde die Variante ohne Dragoon besser, aber es hat letztens die Variante wieder mit Dragoon getoppt. Also, was soll man dazu sagen? Ne? Gren Maju, kommt auch in der Relevant, juckt hat leider keinen. Dann Heroes, auch das kommt leider hier unten hin, auch wenn es halt wirklich echt nicht schlecht ist, aber es kann halt nicht gut durch Disruption durchspielen, deswegen kommt es auf jeden Fall dahin. BA, leider kommt das auch hin. BA ist halt nicht schlecht, aber die PK-Variante ist halt deutlich besser und da werden halt wenig BA-Karten gespielt, deswegen kommt das auf jeden Fall dahin. Dann haben wir Traptrix. Ich packe Traptrix mal zu Tier 3, auch wenn wir jetzt noch nicht viel gesehen haben. Ich glaube, dass wir dieses Deck in den nächsten Wochen deutlich häufiger sehen werden. Weil die neuen Karten, die wir bekommen haben, sind echt nicht schlecht. Und die ganzen Traps, die wir spielen können, sind auch ziemlich gut. Und die meisten Decks, die wir in den Top-Cut haben, also in den besten Decks, die haben halt extreme Struggle gegen Control-Decks. Und Traptrix ist meiner Meinung nach das aktuell beste Control-Deck neben Guru und Altergeist. Deshalb auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich packe es mal präventiv hier vorne hin. Es könnte auch sein, dass es halt komplett gar nicht gespielt wird, aber dann könnt ihr mir das in den Kommentaren da lassen, wenn ich da komplett falsch gelegen habe. Weiter geht's. Bird Up. Das kommt für mich in Tier 2, weil es ein gutes Deck ist, eine gute Engine hat und es gegen manche Decks einfach ein Auto-Win hat. Denn wenn du das halt gegen Dragonlink spielst und die haben halt kein Monster, was drüber rennen kann, oder die haben halt die Möglichkeit, die Barriers halt wieder zurückzuholen, dann macht halt Dragonlink gar nichts. Gegen Drytron ist es komplett Auto-Win, weil die haben keine Möglichkeit, das Board zu outen, außer durch Dark Ruler und gegen Droplet. Also wirklich keine Möglichkeit, die haben kein Monster, das sie beschwören können, was mehr ATK hat, weil die nicht zu Normal Summon haben, außer den Diviner. Dann Shadol ist das auch richtig stark gegen, aber das kann das theoretisch halt outen, deswegen ist es nicht ganz so crazy. Und Dinos macht jetzt auch nicht ganz so viel gegen das Deck hier, weil es auch keine Windmonster hat. Aber es hat halt wirklich die Outs wie die Lightning Storm, Droplet, Dark Ruler, die halt spielen können, deswegen kann es wirklich auch mal vorkommen, dass das halt nicht so krass ist. Aber deshalb Bird Up für mich Tier 2. Dann haben wir Unchained. Kommt leider zu irrelevant. Das Deck ist halt an sich echt gut, aber es spielt halt keine Sau. Ich weiß halt nicht warum, aber das Deck spielt keine Sau. Und deshalb kommt es halt zu irrelevant, weil es halt nicht gespielt wird. Also warum sollen wir uns damit beschäftigen, wenn es halt keine Sau spielt? Dann haben wir einmal VW, nämlich Virtual World. Das kommt auch zu Tier 2. Es ist halt nicht schlechter geworden, aber die anderen Decks sind halt ein bisschen interessanter geworden. Deshalb wird das halt weniger gespielt. Ne? Und deshalb kommt es zu Tier 2. Es ist immer noch ein gutes Deck, aber nicht so gut im Vergleich zu den anderen Decks, wie es mal war. Dann haben wir Water. Water. Kommt auch zu irrelevant. Zu machen. Das Deck ist halt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Das verliert halt gegen sich selbst. Das ist also das Hauptproblem von dem Deck. Es blickt halt in sich halt so krass hart, das macht halt dann nicht so viel. Dann haben wir Zombies. Auch die packe ich mal zu Tier 3, weil Zombies immer noch ziemlich viel von dem Rest oben orten kann. Und dann können Zombies mit Elti zusammen spielen, dann ist es halt nicht schlecht. Und Balladoch ist einfach eine richtig gute Karte, deshalb kommt das zu Tier 3. Ihr könnt ja von mir halten, was ihr wollt, aber ich glaube, dass Zombie halt ziemlich unterschätzt ist. Dann haben wir Zodiac Tribrigade und das kommt hier hin. Es ist nicht, ich wiederhole, es ist nicht das beste Deck des Formats. Das ist definitiv Dragonlink. Aber Zubrigate ist das Deck to beat. Denn wenn wir uns die letzte Experience angucken, haben wir 43 Zubrigate-Spieler gehabt, also Tribrigate-Spieler generell, und 9 Dragonlink-Spieler. Und das kann mir keiner erzählen, dass Tribrigate nicht das Deck to beat ist. Es ist nicht das beste Deck, aber es ist ziemlich gut und die meisten spielen das. Deshalb müsst ihr dagegen siden, weil ihr es am häufigsten antreffen werdet. Deshalb ist es das Deck to beat. Solides Deck, nicht das beste theoretisch, aber das Deck to beat. Und dann haben wir noch Zodiac, kommt für mich solide in Tier 2. Hat bei der Extravaganza auch ziemlich gezeigt, dass es noch einiges leisten kann. Also ich bin da echt überrascht gewesen. Denn Zodiac pure, ohne die Eltich-Sachen, kann halt viel Handheld spielen. Und das kann halt wirklich helfen, dass sie halt da outen können, das Sache outen können. Und Shifter tötet also ziemlich die Hälfte von dem Format. Also Shifter ist eine extrem gute Karte. So, das war's auch schon zu meiner Tierliste zum Format 2021. Wenn ihr das anders seht, lasst mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren da, was ihr von der Liste haltet und wie ihr es ändern würdet. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Rein. Ciao, Leute. Es reicht!